Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr euch ganz einfach alle möglichen Duffelbags aus dem DM Mode online holen könnt. Ja, das geht sowohl mit Safe Wizard, aber auch mit der Methode, wo ihr euch die Vögel dupliziert. So, aber zunächst einmal möchte ich euch einmal zeigen, wie man sich die Outfits überhaupt erstellt im Safe Editor, weil ja auch einige Leute danach gefragt haben. Ja, öffnet einfach das Safe Game. Je nachdem, ob ihr jetzt eine Frau oder einen männlichen Charakter habt. Und dann geht ihr unten rechts auf das schwarze T-Shirt neben Other in den Actor-Editor. Und dort seht ihr oben schon den Shortlist-Actor. Shortlist Actor 1 bis Shortlist Actor 10. Und dort könnt ihr euch halt 10 Outfits dann auswählen und dann beliebig erstellen. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall mal rumtüfteln. Ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr einen männlichen Charakter habt, müsst ihr auf Multiplayer Male gehen. Habt ihr einen weiblichen Charakter, geht ihr auf Multiplayer Female. Dann einfach Beach Burns und Boardwalker lassen, Free Mode 1 auch lassen. Ja, solange die Weihnachtsmasken noch im Online-Modus verfügbar sind, geht nur die rote Strumpfmaske. Aber sobald die Weihnachtsmasken wieder aus dem Online-Modus verschwunden sind, dann könnt ihr auch wieder ganz normal die Pinguin-Maske auswählen. Aber ja, wie gesagt, nehmt dann erstmal noch die normale rote Strumpfmaske. Dann wird es auf jeden Fall auch funktionieren und ja, dann könnt ihr einfach mal rumtüfteln, die Komponenten halt aussuchen, die ihr auf eurem Outfit halt drauf haben wollt. Und ja, wenn ihr euch dann 10 Outfits dann erstellt habt, dann geht ihr einfach oben auf das X drauf und dann einmal auf Save File. Okay, als nächstes öffnen wir einmal Safe Wizard. Dann gehen wir einmal auf Rechtsklick auf den Advanced Mode. So, seid ihr dann oben im Advanced Mode drin, dann geht ihr oben rechts auf Import File. Und dort, ja, sucht ihr dann das Safe Game aus, was ihr gerade bearbeitet habt. Einfach Doppelklick und dann einfügen das Safe Game. Und ja, dann seht ihr auch, wird sich irgendwas ändern im Hintergrund. Habt ihr das gemacht, also das Safe Game eingefügt, dann einfach auf Apply, auf Ja und dann einfach speichern auf OK und dann könnt ihr den USB-Stick in die PlayStation reinstecken. So, auf der PlayStation angekommen, dann gehen wir einmal in die Einstellung, dann Verwaltung der von der Anwendung gespeicherten Daten im Systemspeicher. Dann gehen wir auf Löschen und dort löschen wir dann einmal den Autosave raus. So, löschen. Dann löschen wir den Autosave raus. Dann gehen wir auf Zurück. Dann gehen wir auf gespeicherte Daten auf USB-Speichergerät in Systemspeicher kopieren und dann kopieren wir uns diesen Spielstand dann auf unsere PlayStation drauf und können dann GTA ganz einfach starten. So, seid ihr dann im Story-Modus angekommen, werdet ihr merken, dass ihr mit Franklin gefreezed seid. Nach ein paar Sekunden werdet ihr dann in das Haus teleportiert. Wenn das passiert ist, ist es auf jeden Fall perfekt. Dann einfach auf Options, auf Online und dann starten wir eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. So, und seid ihr dann in der Open Lobby angekommen, dann begibt euch zunächst mal in einen Waffenladen, Ammunition, und dort kauft ihr euch dann einmal den Israel-Fallschirm. Das ist wirklich ganz wichtig, dass ihr euch den Israel-Fallschirm kauft. Den einmal kaufen und dann ganz einfach auf das Outfit abspeichern. So haben wir das gemacht, begeben wir uns einmal zum Maskenladen, gehen dann zu den Masken hin, Diamonds Casino Raubüberfall und dort unter Position 95 findet ihr den grauen Schlaufschal, den müsst ihr auch einmal kaufen, das ist auch wirklich ganz wichtig. Ja, den müsst ihr aber nicht auf dem Outfit abspeichern. Haben wir das dann gemacht, dann begeben wir uns zu einem Bekleidungsladen. Und dort im Bekleidungsladen angekommen, gehen wir dann unter die Kategorie Rennanzüge. Und dort suchen wir uns dann einmal den roten Rennanzug aus und kaufen den einmal. Und den müssen wir auch einmal abspeichern, das ist auch ganz wichtig. Okay, habt ihr das abgespeichert, dann geht ihr einmal ins Interaktionsmenü, dann geht ihr auf Markierung ausblenden und dann auf Jobs. Und die Jobs, die müssen alle auf Eigen nur stehen, so dass ihr die ganzen blauen Jobmarkierungen habt und dann müsst ihr irgendeinen Fallschirmsprung starten. Ja, wenn ihr dann jetzt da im Jobmenü angekommen seid, müsst ihr auch gar nichts da verändern in den Einstellungen, einfach ganz normal den Job starten. So, und ja, ihr müsst jetzt einfach nur noch aus dem Helikopter rausspringen. So, wenn ihr gewisse Tiefe erreicht habt, dann öffnet dann einfach den Fallschirm, öffnet den Job, die Einladung, so dass ihr die Einladung mit X drücken sofort den Job dann abbrechen könnt. Und ja, wenn ihr jetzt ungefähr so auf der Höhe ungefähr von der Laterne ungefähr seid, dann verlasst ihr einfach den Job
Dann warten wir kurz, bis wir wieder in die Online-Lobby geladen werden. So, und dann öffnet einfach mal das Waffenrad. Und wenn ihr unten rechts seht, dass ihr da zwei Fallschirme habt, dann hat es eigentlich auch auf jeden Fall geklappt. Und dann können wir jetzt direkt weitermachen. Öffnen wir einmal den Fallschirm. Dann wählen wir einmal das Outfit aus, wo wir den Rennanzug abgespeichert haben. Und ja, sobald wir jetzt gleich auf dem Boden landen, und ja, kurz bevor wir jetzt gleich auf dem Boden landen, sobald ihr seht, dass der Charakter den Fallschirm abwirft, sofort dann X drücken. Einen Moment warten. So, wir sind gelandet. Der wirft ihn ab, X drücken, perfekt. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Jetzt können wir das Interaktionsmenü einfach schließen und begeben uns dann zum nächsten Zeitrennen. So, sind wir beim Zeitrennen angekommen. Schauen wir jetzt nach rechts, um Zeitrennen zu starten. Dann gehen wir auf Options, Online und von dort aus GTA Online verlassen. So, wenn wir nämlich jetzt mit Michael spawnen, werdet ihr sehen, dass wir mit Michael einen Anruf bekommen. Noch ungefähr 3 Sekunden, wenn Michael angefangen hat zu reden. 3 Sekunden Options und von dort aus gehen wir dann einmal in den Rockstar Editor rein. Im Rockstar Editor angekommen, von dort aus dann in den Regisseurmodus einmal reingehen. So, sind wir im Regisseurmodus angekommen, gehen wir einmal auf Akteure, auf Online-Charaktere und suchen uns dort einmal den GTA Online-Charakter aus, aber bestätigen den nicht mit X und von dort aus dann einmal zu den Favoriten. Und dort seht ihr die 10 Outfits, die wir auch eben uns erstellt haben auf dem Save Game. Und davon könnt ihr euch jetzt jedes Outfit online holen. Ja, ich werde mir jetzt einfach mal das grüne Outfit online holen, weil ich die grüne OG Duffel Bag auch noch haben möchte. Einfach dann mit X bestätigen. Wir sind dann jetzt hier im Regisseurmodus angekommen. Ja, müssen wir einfach so zwischen 5 bis 10 Sekunden einfach ein bisschen rumlaufen. Und nach 5 bis 10 Sekunden dann einfach den Regisseurmodus verlassen über das Interaktionsmenü. Und ja, sind wir jetzt dann im Story-Modus angekommen. Auch hier im Story-Modus einfach 5 bis 10 Sekunden kurz hier in der Lobby rumchillen. Und ja, nach etwa 10 Sekunden gehen wir dann auf Options, auf Online, GTA Online und starten eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Und ja, Leute, ihr seht, ich bin jetzt auf jeden Fall mit Duffelback schon gespawnt. Ist auf jeden Fall perfekt. Falls jetzt bei euch sein sollte, dass die Duffelback jetzt trotzdem nicht da sein sollte, dann geht ihr auf... öffnet ihr einmal das Interaktionsmenü, dann geht ihr auf Secure Reserve, einmal als CEO registrieren, dann auf Verwaltung, auf Stil und dort einmal das Outfit, also das CEO-Outfit wechseln. Und dann müsste die Duffelback eigentlich auch angezeigt werden. Und ja, als nächstes begeben wir uns dann einmal zum Maskenladen, um das Outfit dann einmal abzuspeichern. Und zwar sind wir jetzt beim Maskenladen angekommen, einfach eine gewisse Höhe erreichen, vom Oppressor oder was weiß ich auch immer abspringen, Fallschirm ziehen, Richtung Maskenladen fliegen. Und ihr müsst dann auf jeden Fall gegen den Maskenladen fliegen und sobald ihr aufsteht, wieder sofort Steuerkreuz nach rechts spammen und dann werdet ihr auf jeden Fall das Outfit jetzt abspeichern können. Ich werde es jetzt einfach mal kurz umbenennen. So, das Outfit ist dann auch abgespeichert. Perfekt. Und ja, wenn ihr jetzt aus dem Menü rausgeht, werdet ihr auf jeden Fall ohne Duffelback spawnen, ist überhaupt nicht schlimm. Wir gehen aufs Interaktionsmenü, auf Stil, suchen das Outfit nochmal aus und haben das Outfit mit Duffelback jetzt abgespeichert. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.